Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Und Freunde, heute das allererste Video im neuen Jahr 2019. Und das startet meiner Meinung nach sehr interessant. Und zwar vor wenigen Stunden hat DJI den Smart Controller vorgestellt. Ist eine Steuerung für die Mavic 2 Modelle mit verbautem Display. Und das gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Viel Spaß! Die Steuerung ist noch original verpackt und versiegelt. Ich habe noch nicht reingeschaut, das machen wir gleich zusammen. Wie gesagt, wurde erst frisch vorgestellt, das Ganze. Es wird deswegen noch ein weiterer Teil kommen, in dem ich mehr auf die Praxis eingebe. Nachdem ich den Controller getestet habe und euch auch erzählen kann, wie hat er sich letzten Endes geschlagen. Aber hier technische Daten und mein Ersteindruck zu dem Smart Controller für die Mavic 2 Modelle. Ihr findet den Link zum Produkt unten in der Beschreibung. Wir fangen mit dem Preis an und dieser wird für viele zu hoch sein. Kann ich auch voll und ganz verstehen. Das war auch mein erster Gedanke, wenn ich ehrlich bin. 649 € kostet diese Steuerung. Aber bevor man jetzt anfängt, einfach zu haten und zu schreiben, hey, das ist einfach Abzocke oder sonstiges, muss man erstmal differenzieren. Ich denke, ein Großteil, der vielleicht auch hier zuschaut, fliegt einfach zum Spaß. Ab und zu mal rausgehen, irgendwo auf der Wiese ein paar schöne Shots machen. Aber mittlerweile sind Drohnen so sehr in der Wirtschaft auch einbezogen. Ob es jetzt irgendeine Feuerwehr ist, ein Unternehmen, was irgendwelche Kontrollflüge macht für Bauwesen, Agrarwirtschaft und was es da alles gibt. Es sind tagtäglich Menschen unterwegs, die fast jeden Tag beruflich Drohne fliegen müssen. Und hier hat DJI meiner Meinung nach eine Verbesserung rausgebracht, die diesen Menschen das Leben leichter machen wird. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich mit diesem Beispiel ausdrücken wollte. Es gibt nun mal auch noch Piloten draußen, die mit einem Smartphone schnell an ihre Grenzen kommen. Okay, wir packen jetzt mal hier die Folie aus. Besser gesagt, die Steuerung. So. Ich bin jetzt selbst gespannt, wie gut dieser Controller vor allem in der Hand liegen wird. Bezüglich der Preise nochmal, ihr könnt natürlich die Steuerung auch schon mit einer Mavic 2 als Gesamtpaket kaufen. Mit dem Mavic 2 Pro bezahlt ihr dann 1.999 € und mit der Mavic 2 Zoom bezahlt ihr dann 1.749 € als Paket, beiliegend mit dem Smart Controller. Okay, und jetzt haben wir es schon fast geschafft. Nur noch wenige Schritte sind zu tun. Ist wieder so eine Banderole drum. Zack. Machen wir mal auf das Ganze. Hui. Okay, also zwei Einheiten. Wir haben hier oben nochmal eine Box und den Controller selbst. Wow! Also da hat man was in der Hand. Ich denke mal schon auf den ersten Blick könnt ihr sehen, das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät, du. Kommen wir natürlich gleich noch zu. Okay, wir haben hier Papierkram, Bedienungsanleitung. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht angucken, oder? Die Steuerung kommt hier zur Seite und wir schauen erstmal in die Box. Ich denke mal, hier sind Ladekabel dabei. Ein Kabel und ein Netzteil. Das ist aber ein sehr dickes Kabel, muss ich sagen. Ist natürlich ein USB auf Typ C. Wir haben hier in dem Beutelchen unsere kleinen Steuerknüppel. Ich habe auch schon auf Instagram gesehen, der eine oder andere hatte gefragt, hey, kann man die Dinger genauso wie bei den normalen Steuerungen auch abnehmen? Ja, das ist der Beweis, geht ab. Könnt ihr dann auch noch mal ein wenig kompakter machen, das System. Nur zur Info, ist ein Testgerät, deswegen liegt hier kein europäisches Netzteil dabei. Zunächst einmal die nächste Folie hier entfernen, bevor wir mit den technischen Daten fortfahren. So. Boah. Jetzt schon auf den ersten Blick nicht vergleichbar mit dem normalen Controller. Ich lege gleich auch mal beide nebeneinander. So sieht das Teil aus. Ich habe ja eben über das Netzteil gesprochen und so wie ihr das aus meinen Videos kennt, kommen wir mal zum Akku. Dieser hier ist fest verbaut, soweit ich weiß. So. Habt ihr diesen Move gesehen? Hier haben wir noch weitere Steuerknüppel. Auch wieder mal schön durchdacht, das Ganze. Ein Vorteil dieses Controllers ist einfach, dass ihr Zeit spart. Ihr seid viel schneller einsatzbereit. Ihr müsst nicht euer Smartphone aus der Hosentasche kramen, das übers Kabel anschließen, schauen, hat unser Smartphone überhaupt genug Akku? Ich kann mir gut vorstellen, für Personen, die viel unterwegs sind, auch schon Telefongespräche führen mit der Polizei, mit Behörden, wenn sie irgendwo aufsteigen möchten, dass der Akku nicht immer hundertprozentig voll ist. Deswegen ist es immer schön, ein Gerät dabei zu haben, was einen
eigenen Akku hat, der natürlich dann mit 5000 mAh auch eine ganz gute Kapazität bietet. Das ist das eine, aber ein anderer Erfahrungswert, den ich gemacht habe zum Beispiel, ich musste mal am Rande einer No-Fly-Zone einen Auftrag fliegen, in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Und während diesen Auftrages musste ich die ganze Zeit mit dem Flugtower des Frankfurter Flughafens Kontakt halten. Mit denen am Telefon bleiben, sollte die Drohne aus irgendwelchen Gründen auch immer abdriften und nicht mehr steuerbar sein. Dann hätte ich gesagt, hey Jungs, Richtung Norden driftet mir das Ding ab. Die würden wahrscheinlich sofort den Luftraum sperren oder die Flieger hochziehen lassen erstmal. Und das geht natürlich nicht, wenn euer Smartphone, in der Regel hat man nur eins, schon fürs Fliegen eingespannt ist. Ihr könnt dann schlecht kommunizieren, während ihr damit fliegt. Hab nämlich auch schon auf Instagram gesehen, da haben ein paar geschrieben, warum kaufe ich mir nicht einfach ein zweites Smartphone für das Ganze? Zum einen, meistens ist der Akku schwächer, natürlich gibt es auch welche mit solch einem großen Akku. Zu dem anderen, neben der Steuerung noch ein weiteres Gerät aufladen zu müssen. Das ist alles lästig, glaubt mir, vor allem wenn man oft mit diesen Geräten arbeitet. Da gibt es aber noch weitere Vorteile, die sage ich euch gleich noch im Laufe des Videos. Auf der Rückseite ansonsten noch ein Lautsprecher verbaut und irgendwo auch noch ein Mikrofon. Ich glaube, das hier ist eine Kühleinheit. Ist ein hartes Plastik, also ein sehr hochwertiges Plastik. Wenn man den Controller in der Hand hält, fühlt es sich fast an, als wäre das Ganze aus Metall, weil das wiegt auch gut was. Auf der Unterseite der Typ-C-Anschluss. Wir haben hier zwei Gewinde. Man könnte wahrscheinlich noch weiteres Zubehör dran schrauben oder den Controller irgendwo befestigen. Die Reichweite des Kopters bleibt natürlich gleich, also bei einer maximalen Reichweite im FCC-Raum um die 8 Kilometer. Eine Änderung und Besonderheit bei diesem Controller ist einfach, dass er automatisch die Frequenz, in der geflogen wird, umstellen kann. Dann klappen wir die Antennen mal wieder ein und schauen, was uns hier sonst noch erwartet. Wir haben natürlich hier den Fotoknopf, den Videoknopf zum Auslösen des Materials. Wir haben ein Drehrad hier und ein weiteres auf der anderen Seite. Alles wie beim alten, würde ich mal fast sagen. Ne? So als kleiner direkter Vergleich. Da sieht man schon die Größe. Was natürlich neu hinzugekommen ist, wir haben hier nochmal einen USB-Ausgang. Wir haben hier einen Speicherkartenslot und einen HDMI-Ausgang. Ich glaube, DJI hat hier einfach so ein bisschen Kundenfeedback umgesetzt. Ich kann mir gut vorstellen, viele Filmemacher, die dann externe Monitore benutzen, während dann da gefilmt und geflogen wird, haben sich beschwert, hey, warum kann ich mit der Mavic 2 Pro, das schimpft sich doch Pro, keinen Monitor anschließen, ja? Und das ist jetzt möglich, ging bei der normalen Steuerung so nicht. Als kleiner Vergleich, die normale Steuerung des Mavic 2, wir haben hier den An- und Ausknopf, diverse Funktions- und die Return-to-Home-Taste. Und die tun wir jetzt mal weg. So, und schieben diese hoch. Und wenn man das jetzt in die Hände nimmt, so vom ersten Eindruck, man fühlt einfach, dass man Qualität in der Hand hat. Hier ist alles robust, man kann hier rumdrücken, da knatscht und quietscht nichts. Das ist einfach gute Qualität, brauchen wir uns nichts vormachen. Und dann, wenn wir das Ganze nochmal hier so von der Seite anschauen, guck mal, wie gut die Hände sich da anpassen. Dadurch, dass der Controller noch ein bisschen breiter geworden ist, liegt er richtig, richtig gut in der Hand. Und siehe da, unsere Daumen verdecken kaum Display. Und das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Auch hier, wenn der Handballen drüber geht, dieser schwarze Streifen ist noch kein Display, wird nichts verdeckt. Und hier kommen wir zu dem eigentlichen Highlight auch dieser Steuerung. Das ist das 5,5 Zoll große Display. Es ist nicht nur ein Display, nicht falsch verstehen. Das ist eine komplette Recheneinheit. Also das Tablet, Smartphone, welches ihr normal benutzt, das ist hier schon verbaut. Soll auch sehr leistungsfähig sein. Die technischen Daten liegen mir zum Zeitpunkt jetzt noch nicht vor. Werde ich aber im zweiten Video dann erzählen, wenn ich das Ganze irgendwo auftreiben konnte. Die Besonderheit dieses Displays ist, es ist sehr leuchtstark. Gerade wenn man im Sommer fliegt und die Sonne ballert da drauf, dann ist es sehr wichtig, wenn man Filme macht, dass man einigermaßen noch erkennen kann, wie sieht denn die Aufnahme überhaupt aus. Wenn man das Ganze jetzt mit einem Smartphone von der Helligkeit vergleichen würde, kann man sagen, dieses Display ist doppelt so hell wie ein iPhone X. Und wir schmeißen mal das Gerät an, hier auf dem Power-Button. Oh, es vibriert, interessant. Und hier muss ich aber jetzt eine negative Sache aussprechen. Ich verstehe nicht, warum das immer noch so ist. Ja, siehe da, wir können leider als einzigste verständliche Sprache Englisch auswählen. Das finde ich sehr, sehr schade. Was uns auffällt,
das Ganze funktioniert butterweich. Da ruckelt und stottert nichts. Schaut mal, wie gut es geht. Also hier merkt man auch die Power der verbauten Recheneinheit. Ich überspringe mal diesen kurzen Einrichtungsschritt und melde mich gleich, wenn ich mich hier mit Wi-Fi und Co. verbunden habe. Ich habe jetzt den Smart Controller mit dem Wi-Fi meines Heimnetzwerkes verbunden. Ich hatte hier noch so ein kleines Tutorial hier so, hier und da wird dir ein bisschen was angezeigt. Okay. Es macht einfach Spaß, sich dieses Display anzugucken. Wir sehen hier zum Beispiel schon die Akkuladung. Könnten jetzt direkt zur Drohne gehen, wenn wir das Ganze machen wollen würden. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie die Go-App aussieht. Brauchen wir nicht. Ich zeige euch lieber, was wir sonst hier haben. Und zwar, wenn wir hier runterwischen an der Leiste, so sieht das Ganze aus, sehen wir schon, dass wir hier die Helligkeit einstellen können. Es ist wirklich schon richtig hell. Ich könnte noch weiter gehen, aber möchte das jetzt gar nicht tun, solange das noch gut in meinem Video aussieht. Wir haben hier viele Einstellmöglichkeiten und hier meine Frage an euch. Wollt ihr ein weiteres Video sehen, wo ich weiter ins Detail eingehe, also alle Einstellungen zeige? Denn das wird zu viel für dieses Video. Ist ja klar, ist erstmal so ein Ersteindruck von meiner Seite. Was mir aber schon aufgefallen ist und ich sehr, sehr interessant finde, ist die Möglichkeit, dass man alles, was man hier tut, aufnehmen kann. Also ein Screen Recorder übersetzt. Das heißt, wenn ich Videos für euch mache, vom Fliegen, erkläre, wie eine App oder Funktion funktioniert, ich kann das Ganze aufnehmen. Wir haben zum einen natürlich einen fest verbauten Speicher hier in der Steuerung von 16 GB, aber auch die Möglichkeit, das Ganze über externe Speicherkarten zu erweitern. Wenn wir hier drauf drücken, sehen wir installierte Apps und können dann auch hier weitere Apps installieren. Ich muss natürlich jetzt rausfinden, ist da irgendwie ein Play Store irgendwo installiert? Müssen wir den erst hier drauf bekommen? Wie funktioniert das Ganze? Aber ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Eindruck über die neue smarte Steuerung von DJI für die Mavic 2 Modelle rüberbringen. Kann man das so sagen? Ja, oder? Ganz kurz zusammenfassend, ja, es ist ein ordentlicher Preis. Auf der anderen Seite bekommt ihr hier richtig gute Qualität, die wahrscheinlich eher an Leute geht, die die Drohne sehr oft im Alltag benutzen. Die werden die ganzen Verbesserungen, die ich hier ja aufgezählt habe, zu schätzen wissen. Übrigens eine, die ich gar nicht aufgezählt habe, bei minus 20 bis plus 40 Grad könnt ihr damit arbeiten. Ich erinnere mich nur an ein Video, in dem mein iPhone bei etwa 0 Grad nicht mehr mitgemacht hat und andauernd abgestürzt ist. Das soll hier wohl nicht mehr passieren. Bin ich gespannt. Wir haben ja sehr viel Zeit, um das Ganze auszuprobieren. Freunde, ich mache mich jetzt ans Schneiden und wenn ihr auch noch neben dem Schauen was tun möchtet, dann abonniert doch diesen Kanal, unterstützt mich damit, kostet keinen Cent, hilft aber dabei, mich weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann, ciao.